Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder mal an eine Location gegangen. Diesmal finden wir uns an einem alten Spitzbunker. Und für die Leute, die nicht wissen, was ein Spitzbunker ist, ich habe es am Anfang auch nicht gewusst, ich habe mich erstmal auch belesen müssen, das ist quasi ein Bunker, der oberirdisch ist. Und da fragen sich natürlich, wie soll der denn eigentlich solchen Bombenangriffen standhalten, wofür der Bunker gedacht sind. Und der Gedanke ist eigentlich so gewesen, dass sie sehr massiv gebaut und entweder rund oder pyramidal geformt sind, dass, wenn eine Bombe oder eine Druckwelle draufkommt, der Schall sich quasi ideal bricht und höchstwahrscheinlich keinen Schaden anrichtet. Sehr schwer vorstellbar, muss ich gestehen, aber wenn man so mal ein bisschen recherchiert, stellt man fest, dass diese Spitzbunker alle mehr oder weniger noch stabil sind. Und ja, wir nehmen euch heute in diesen mit und schauen mal, ob wir da etwas finden. So, wir befinden uns jetzt quasi im Keller. Wir fangen bei der Location mal von unten nach oben an, von diesem Spitzbunker hier. Wie ihr seht, das K2 Emmeter habe ich dabei. Ich werde es nicht die ganze Zeit im Bild halten. Aber wenn was ist, gehe ich natürlich drauf ein. Der Jan wartet oben auf mich, dem war die Treppe ein bisschen zu heikel. Ich zeige die euch mal, damit ihr auch Verständnis dafür habt. Ja, also sie ist sehr schön steil. Wenn man mal genau schaut, der Zustand ist jetzt auch nicht gerade vertrauenswürdig. So, ja, wie wir sehen, die untere Etage ist eine Müllhalte. Hier haben alle möglichen Leute alles mögliche an Zeug hingelagert. Eigentlich auch gut denkbar, dass hier irgendwelches Geziefer ist. Das EMF, wie gesagt, noch nicht reagiert, das K2. Ja, hier sind dann noch so Bretter. Die Decke nebenbei, ja, von meiner Körpergröße ausgerechnet, müsste die auch so 2 Meter hoch sein, vielleicht 2,5 Meter. Ja, keine Ahnung. Das ist einfach nur eine Platte mit Ausschnitten. Hey, kind of tricky, where's Mickey? Okay, lassen wir das. Hier hat es auch einen unangenehmen Geruch unten, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also selbst mit Maske rieche ich es noch. Wir vermuten, jetzt nachdem wir uns das so ein bisschen angeschaut hatten, auch, dass dieser Bunker hier später dann vielleicht mal zu einer Art, naja, nennen wir es mal Partykeller, wo das Wort Keller falsch ist, umgebaut hat. Weil wir hier so ein paar Einrichtungen finden, die danach aussehen. Und wenn man hier mal so schaut, irgendwer ist hier anscheinend auch Nagetier-Fan gewesen. Auf jeden Fall ein paar von diesen Modulen hier zeigen auch Nagetiere. Wenn man schaut, ist quasi wirklich ein Treppenhaus aufgebaut. Da sieht man den Blick nach oben. Die Pfanne, die hier hängen, sind künstlich. Und hier steht ja nicht schalten, es wird gearbeitet. Naja, stimmt schon. Das Huhn habe ich hier hingelegt, da hat er schon wirklich keine Hand mehr. Schauen wir mal, mittlerweile hat sich wahrscheinlich eingepegelt. Luftfeuchtigkeit bei 74,3. Steigt gerade ein bisschen, würde ich auch so sagen vom Gefühl her. Und Temperatur 20 Grad. Es fühlt sich durch die Luftfeuchte hier dann aber trotz allem irgendwie frischer an. Was steht hier? Kann man das runterziehen? War das mal zum Aufräumen? Nee, anscheinend nicht. Oder? Habe ich jetzt ein Stück runtergezogen? Nee, habe ich nicht. Afzahnskast. Weiß nicht. Raffzahn vielleicht? Raffzahnskastel könnte gut sein. Ja, könnte mal eine Tegelwirkung oder sowas dann gewesen sein. In der Theorie, dass es mal eine Disco war. EMF nebenbei, nach wie vor keine Reaktion. Nicht wundern, das Geräusch da oben war der Jan. Der ist quasi in der Tasche über uns. Jo, ansonsten seht ihr, hier ist mal das, was wo man irgendein Möbel war und sieht noch die Feder. So, versuchen wir mal, dieses Raffzahnskastel hineinzugelangen. Das ist schnucklig. Das ist schmaler, als ich breit bin. Schauen wir einfach mal rein. Ja, hier oben halt mal Elektroleitung wahrscheinlich lang gelaufen. Kommen wir weiter rein? Ja. Ist natürlich auch sehr abenteuerlich hier. Aber an sich. Glaswolle, toll. Ja, hier will ich nicht unbedingt rein. Muss glaube ich auch nicht, man konnte ja alles sehen.
und das EMF. Ich kann es ja mal kurz so weit reinhalten, wie es mir möglich ist. Ihr seht, das zuckt nicht mal. So, ich lege das EMF nochmal kurz zur Seite. Mach nochmal einen Rundgang mit dem UV. Jan, machst du das? Ich habe gerade getestet, ob das stabil ist. Okay. Quasi nochmal der Rundumblick mit UV. Ups. Kann man den Feld auch so sehen? Schwer. Kaum zu erkennen, aber mit UV können wir den Pfeil ziemlich gut sehen. Okay. Schauen wir mal, ob hier noch was Spannendes, was auf UV reagiert. Ah, die Bilder der Ratten. Ja, alles, was so ein bisschen weiß, das leuchtet ja eh. Oh, kann man das gut lesen so? Ja, zu Station 2 folge den UV-Pfeil. Ah, okay, hat sogar jemand geschrieben, richtig. Naja, Station 2 ist quasi das gemeint, was wir als Erdgeschoss hier bezeichnen würden. So, dann sehen wir uns gleich auf der nächsten Etage wieder. Wir müssen natürlich erstmal unser Zeug ein bisschen hochschaffen. So, gehen wir jetzt so hoch. Da wartet schon der Jan auf uns. Habt ihr auch mal das Abenteuer, diese tolle Treppe hochzugehen? Drückt die Daumen, dass es mich hier nicht hinlegt. Weil, wie gesagt, die sieht nicht gesund aus. Deswegen lasse ich mal eine Hand frei, dass ich mich zur Not retten kann. Da ist der Jan. Hallo. So. Unsere guten Untermieter ist auch alle da, die ganze Spinne. Ja, diese sind echt viel. Hier ist sogar 80. Okay, jetzt geht es ein bisschen runter, aber ich habe gerade kurzzeitig 80 Hier, ja, schauen wir mal kurz auf mich mit UV hier rum auf der Etage. Hast du gesagt, hier ist auch was? Ah ja, da Station 1, wie es unten stand. Und oben an der Decke die kleine Randung, die ist ziemlich gelb. Ja, habe ich auch viele Dinge hier gehabt. Ja. So, hier gucken wir nochmal. So, der Jan macht jetzt die Messung für mich, das ist nämlich toll, da habe ich die Hände frei. Ist hier nichts mehr. Ja, auch hier wieder einiges an Müll. Irgendwer hat ja auch seine Bretter abgelegt, die sehen ziemlich gut und neu aus. Das sind wie... Wie EU-Paletten, nur größer. Ja. Hier nochmal gucken, ne? Ist nichts mehr drauf, kein Saft. Ja, hier, ich sehe gerade, hier ist ein Zeichen an der Wand, das ich nicht zeigen darf bei YouTube. Deswegen mache ich mal einen Schwenker, damit man es nicht sieht. Oh ja, Weil da gibt es ja bei YouTube immer Ärger, auch wenn man es nicht selber gemacht hat. Ja, ansonsten, der Raum, man kann das ja am besten mit einem Radius angeben, würde ich sagen. Der Radius von dem Raum ist, würde ich sagen, 3,5 Meter etwa, wenn ich jetzt das Zentrum nehme. Ja. Das hier war anscheinend mal so eine Art, wie soll man sagen, so eine Schenke. Und das, wo ihr gesehen hattet, dass da ein Loch in der Ecke ist, das schätze ich mal mit einer Platte bedeckt, sodass man da drauf stehen konnte. Und dann hat man den hier einfach ausgeschenkt. Weil das sieht mir nämlich aus wie eine Theke, genau. Eine Theke, wie so eine Bar. Ich komme mal rund, damit ihr das auch seht. Nee. Von der Außenperspektive sieht man es schlecht. Jetzt würde ich mich da nicht mehr hinstellen, das geht nämlich ziemlich weit runter. Ja. Aber das war das, wo ich gerade hochgezeigt habe. Genau. Und hier hat wohl einer aber genächtigt. Ja. Ansonsten ist hier eben in dem ganzen Raum nicht direkt irgendetwas. Nee, eigentlich. Das ist hier Sperrholz, ist nicht stabil in dem Sinne. Ja, kann man auch von oben ganz gut sehen, wenn man drauf schaut, Hupsa. Sieht man eigentlich auch ganz gut, dass das hier eine Holzstruktur hat. Die Treppen werden nach oben hin nebenbei immer besser, bis zum Ende, danach wird es richtig schlimm. Auch hier nochmal kurz euch die Treppe zeigen. Ja, der Zustand ist nicht vertrauenserweckend. Bisher hat es uns gehalten, wir hoffen, es tut sie weiter. Wir versuchen auch rauszulaufen. Deswegen sieht es jetzt ein bisschen, ich sage mal, bescheiden aus, wenn ich hier hochlaufe. Ich muss mich kurz festhalten. Für den Fall, dass ich absage, dass ich wenigstens etwas habe. Oh, alles gut, Jan. So. Komm, wegen ein bisschen nicht das von einer gemacht. Wir kommen im ersten OG. Da unten waren wir gerade. Ja, hier, ihr seht, der Radius wird immer ein bisschen kleiner, um 0,5 Meter pro Etage, würde ich schätzen. Weil das so ja, keilförmig zuläuft, wie das aber auch typisch ist. Man sieht hier hinten an der Wand auch noch. Ich gehe mal hin. Dass hier mal wahrscheinlich zweites oder drittes Geschoss stand.
kann man nicht mehr gut erkennen, da ist eine Mauer davor. Irgendwer hat hier sich die Mühe gemacht, den Dieselwagen hochzupacken. Da muss auch jemand gewesen sein, der zu viel Zeit hatte. Ja, und hier ist wie gesagt die Decke. Ja, ich würde eher sagen, das ist wie so eine Party-Meile hier gemacht. Alu ausgedeckt, dann wahrscheinlich hier, keine Ahnung, irgendwie Lichtsachen gemacht. Hier, kann man von einer Seite mal sehen, ist auch für eine Art Theke eingerichtet, dass man hier eventuell hingehen kann, dann wahrscheinlich was zu trinken oder was ich bekommen hat. Da vorne ist so ein Verschlag gemacht mit dem einzigen Fenster, was ich bisher gesehen habe. Genau, da gehen wir gleich hin. Und dann geht es dann da weiter. Genau, nicht wundern, das ist unser mobiles Lager hier. Ja. Und hier ist unser Aufnahmegerät. Genau, das läuft von Anfang an, einfach um alles drauf zu haben, wenn irgendwas passiert. Genau, wir müssen nicht wieder zum Nachprüfen. So, ich gehe mal mit UV lang. Der Jan darf mir, wenn er will, leuchten. Ansonsten. Ja, warte, ich leuchte weg. Aber an sich ist es nicht so dunkel hier. Wie gesagt, wir gehen jetzt auf die Lichtquelle zu. Ich mache mal kurz hier Licht hinten rein, richtig. Ja, wie überall findet man halt zerbrochenes Zeug, Rest. Aber hier sieht man auch quasi gefliest, wirklich wie so auch im Thekenbereich wieder. Ja, das ist wie so ein Teppich ist hier quasi, ne? So ein Teppich am... Ja, genau, von innen Teppich, von innen Teppich, von außen, wie gesagt, so Fliesen. Ja, genau. So, mit dem UV sehen wir jetzt auch nichts Spektakuläres. Hier ist dann die einzige richtige Tür außer dem Eingang, die wir jetzt auch gefunden haben. Mit einem Fenster. Jo, der Ausblick ist nicht so toll. Da kann man wieder rüber gucken, das ist die andere Seite vom Kreis. Ja, hier hat auch natürlich einer quasi schön gemalert. Ich habe noch gar nicht in den Tür geschaut. Das Schloss, schaut euch mal das an. Sieht noch richtig gut aus. Aber hinter der Tür ist anscheinend nichts Spektakuläres. Such mal. Ohne dass ich mich jetzt hier einsperre. Aber auch hier nicht Spektakuläres. Das ist, boah, schwer ist das Ding. Krass. Oh, hier hinten Hühnchen an der Wand. Okay. Hier ist auch, hier hat einer wahrscheinlich was angezündet. Ist auf jeden Fall, sieht aus wie Brandspuren. Aber sehr lokal, aber hier kann ja Gott sei Dank nicht allzu viel brennen. Oben. Das sieht mir aus wie so ein... Verschütteter Kaffee? Sieht aus wie ein Becherabdruck. Ja, hier eventuell ein Aschenbecher oder sowas. Wir nehmen die nächste Treppe nach oben. Die sieht schon ein bisschen besser aus, aber das Problem... Die wackelt. Aber jetzt ist die oben fest, von daher müsste eigentlich alles gut gehen. Das Gefühl ist noch schlecht. Das ist sehr schlecht. Vor allem, wenn man keine Hand frei hat, weil man hier hochklettert mit der Kamera. Nee, noch geht's. Ist nur von der Aufnahme her natürlich schrecklich, weil man nichts sieht. So. Ja, ihr seht, Radius ist wieder kleiner geworden. Ah, 2 Meter ist aber noch nicht so ganz richtig. Hier kann man gut sehen, das ist wahrscheinlich die Mitte, da wo der Stein rausragt. Die Decke hier fällt uns bald auf den Kopf, aber es ist nur die Verkleidung. Das hat ein selbstgemachter Scheiß aus. Anscheinend. Was ist denn das? Aber doch, das recht. Oh, guck mal daneben. Es geht hier noch weiter hoch, aber, zeig euch das mal, da ist eine Metallgitter. Ja, und das ist sehr komisch fest. Also, nee, das ist nicht fest. Halt das mal, ich zeig mal den Leuten das. Warte. Ich, um das mal zu zeigen, ja. Diese Leiter. Ich leuchte mal an. Ist freischwebend, genau. Ja. Und es ist auch keine Leiter, finde ich. Das sieht mir aus wie so ein Gestell irgendwie. Wie ist das? Wie so ein Rundgestell, aber ja, es könnte auch Leiter sein. Ich weiß nicht, das ist auf jeden Fall. Also, wenn du da hochklettern willst, ich halte dich fest. Ich würde dich aber jetzt nicht. Ich will dich erstmal so haben. Anklagen, wenn du. Ich will dich jetzt erstmal so haben, dass sie mich, umkippt, wenn du mich festhältst. Ja. Halt, vielleicht auch. Vielleicht halte ich mich noch ein bisschen hier fest. Ja, warte, ich gehe jetzt mal hinter dir und halte dich fest. Ja. Du kommst besser nicht hoch, ich habe die Kamera und den Licht. Wir sind in der nächsten Etage. Also ein ganz schön seltsamer Ort. Nazi-Symbole, Anarchie-Symbole, Pentagramme, Beschwörungssymbole, Christen- und Antichristen-Symbole sind hier. Ich mache jetzt noch eine kleine Runde.
mit dem K2 in der Hand. Das heißt, ihr seht jetzt nicht viel von der Umgebung. Und ich muss eh aufpassen, dass es mir hier nicht hinlegt, weil hier falle ich tief. Okay, ist alles gut, dann gucken wir uns mal kurz das Humiditimeter an. Was sagt es? Keiner hat es da nur geleuchtet, gerade wegen mir. Voll die Ironie, Luftfeuchtigkeit war gerade 6666. Okay, und Temperatur ist 24 Grad hier oben, also es wird nach oben wärmer und trockener. Hier gibt es noch eine Etage, oh Gott, es gibt noch zwei Etagen. Die nächste Etage ist zu krass einfach zum Hochkommen. Aber ich kann euch zumindest zeigen, was man hier sehen kann. Das Tolle ist, man sieht eh nicht viel. Schau ich mal so hoch es geht. Also, an sich nur Schrottplatz hier. Und dann geht es theoretisch noch eine weiter hoch. Aber wenn ich die Etage meistern sollte, könnte ich mit viel Sport. Spätestens da oben wäre Sense. Da komme ich nicht hin. Daher, das klemmen wir uns jetzt. Gut, dann gehen wir jetzt an den Untersuchungsteil. So, erstes Monitoring läuft, erstes OG, der hintere Gang, wie man sieht. Die FS nimmt dann den zweiten Gang auf, aber die Aufnahme ist jetzt schon eher gestartet. Uhrzeit, Jan, hast du eine für mich? So, wir haben genau 12.05 Uhr. So, das ist quasi im Untergeschoss der Aufbau
Hier lassen wir jetzt auch Monitoring laufen. Selbst haben wir jetzt erstmal nichts bemerkt in den oberen Etagen. Mal schauen, ob hier irgendwas zu finden ist. Bis gleich. So, damit sind wir auch beim Ende von unserer Untersuchung angekommen. Ja, wir haben quasi eigentlich, während wir jetzt hier waren, nichts erlebt, nichts gehört. Die Paralights haben nicht reagiert. Hat zwar auch mal ein paar Geräusche gehabt, die sind aber wahrscheinlich von vorbeifahrenden Autos gewesen, weil hier eine Straße in der Nähe ist. Lässt sich also ganz gut erklären. Insgesamt würde ich sagen, ist die Location sehr, sehr ruhig, sehr bescheiden. Sehr, zugemüllt, würde ich sagen. Das auch und auch voller Abbauprodukte. Mhm. Wir schauen da natürlich nochmal in die Aufnahmen rein, machen die Auswertung unserer Aufnahmen und wenn da was ist, seht ihr das dann gleich in der Nachbesprechung. Aber so vom ersten Gefühl her würde ich sagen, hier dürfte wohl nichts sein, die können wir erstmal als erledigt betrachten. Ja. Genau. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, ein Like gebt oder auch einen Kommentar schreibt, wie ihr es fandet. Und ja, ansonsten viel Spaß bei der Nachbesprechung jetzt. Ciao. Tschüss. Herzlich willkommen zur Nachbesprechung des stinkenden Spitzbunkers. Woher den Namen von uns bekommen hat, könnt ihr euch jetzt sicher denken. Brauche ich nicht weiter erklären. Und jetzt bei der Nachbesprechung stellt sich die Frage, war da was und wenn ja, was? Gut. Wie ihr ja selbst gesehen habt, als wir vor Ort waren, haben wir nicht wirklich was gemerkt, aber in der Nachbereitung haben wir ein paar Tonbandaufnahmen, dieses klappernde Geräusch, was wir in den Einkaufswagen hauptsächlich zuordnen, Schritte, die knackende Treppe. Und dazu muss man sagen, in der Nähe war ein Parkplatz, der hat einige Störgeräusche gemacht, die wir auch hören konnten. Die haben wir aber eigentlich im Großen und Ganzen rausgefiltert und rausgeschmissen, die sind gar nicht natürlich auch im Video gelandet. Video gelandet sind nur die, wo wir sagen, okay, sehr unwahrscheinlich, dass sie vom Parkplatz kamen. Aber unwahrscheinlich heißt nicht unmöglich. Daher können wir die nur als zweifelhaft einstufen und lassen das auch einmal so. Ihr habt sie gesehen, beziehungsweise ihr habt sie gehört und könnt dazu eine eigene Meinung haben. Wir können aber nicht zu 100% sagen, dass sie nicht vom Parkplatz kamen, deswegen lassen wir sie technisch gesehen raus. Was bleibt dann also? Ja, diese zwei elektronischen Anomalien, oder es ist vielleicht eine mit einer Unterbrechung von einer halben Minute, die wir beim Monitoring des ersten OGs hatten, mit dem Blick runter ins EG, die können wir nach wie vor nicht erklären, weil das ganze Ding ist nicht mit Strom versorgt und selbst wenn, da wäre keine Lichtquelle, keine Lampe oder so, die da Licht emittieren könnte. Und das ist natürlich schon eine heikle Sache, die sehr schwer bis gar nicht zu erklären ist. Allerdings ist das alleine sozusagen ein bisschen zu wenig, als dass wir uns jetzt positionieren würden und sagen würden, okay, da ist definitiv was. Daher müssen wir in diesem Fall es offen lassen und sagen, da ist was Unerklärliches, diese elektronische Anomalie, eventuell noch ein paar Geräusche, aber nicht genügend, dass wir mit Sicherheit sagen können, dass da was ist. Und daher müssen wir die Beurteilung, ist da was? Und wenn ja, was ist es, erst einmal offen lassen. Wir haben auch überlegt entsprechend, ob wir jetzt noch ein zweites Mal hingehen, sind uns aber noch unentschlossen, weil diese Location, ich sage es ganz frei heraus, einfach nicht schön ist. Sie ist dreckig, sie ist extrem stinkig. Einen Großteil davon habt ihr nicht im Video gesehen. Und es ist einfach nicht schön, da zu arbeiten oder allgemein zu sein. Und daher kann ich noch nicht sagen, ob wir da nochmal hingehen. Gerne könnt ihr aber vielleicht in den Kommentaren sagen, was ihr davon haltet. Und ob ihr wollt, dass wir noch dahin gehen, also wir lassen uns da durchaus auch überzeugen. Würde mich natürlich interessieren, wie ihr darüber denkt. Ansonsten gibt es eigentlich zu dem Objekt nicht mehr viel zu sagen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn ihr weiter bei uns am Ball bleibt und euch noch vielleicht die anderen Videos anschaut. Und ansonsten sage ich, wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin, tschüss! Kennt ihr einen Ort, an dem es spukt? Oder wo vielleicht sogar euch oder einen eurer Bekannten irgendwas Seltsames passiert ist. Oder einfach eine Location, wo ihr meint, boah, da müsste doch mal jemand hingehen und eine Untersuchung machen, da ist bestimmt was. Dann scheut euch nicht, uns über unsere E-Mail-Adresse oder über WhatsApp zu kontaktieren. Wir freuen uns auf eure Geschichten und natürlich über die Orte, die damit in Verbindung stehen und wo wir dann vielleicht eine Untersuchung machen können. Dazu vielleicht noch ein kleiner datenschutztechnischer Hinweis. Wenn ihr nicht wollt, dass euer Name in einem Video oder so als Quelle genannt wird,
Bitte einfach ein kleiner Hinweis zu uns. Wir machen uns dann eine Aktennotiz und dann passiert das auch nicht. Eure Daten werden von uns streng vertraulich behandelt. Das bedeutet, wir geben nichts raus ohne eure Erlaubnis. Ihr braucht euch also keine Sorgen machen, ob irgendwas nach außen dringt, was ihr vielleicht gar nicht wollt. Solange ihr uns sagt, dass das nicht nach außen dringen soll, bleibt das bei uns intern in unseren Akten quasi anonymisiert unter Verschluss. Und wir werden das auch nicht rausgeben. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir uns sehr auf eure ganzen Berichte, vielleicht sogar Fotos oder Ton, auf jeden Fall massiv freuen. Und wenn wir dann eine Untersuchung machen, ihr vielleicht euch daran erfreuen könnt, was oder was wir dort nicht finden.